So, wir sind wieder unterwegs bei gefühlt 44 Grad und wir sind mal wieder bei einem Schrein und diesmal ist er prunkvoller denn je. Ja, das ist ein Schrein aus der frühen Edo-Periode, da hatten sie mit Prunk ganz plötzlich eher minimalistisch. Das ist übrigens der Toshogu-Schrein. Hat er hier etwa noch eine Spendenbox? Klar. Also direkt vor dem Tempel der Spendenbox, hinter diesem Tor der Spendenbox und da hinten der winzige Schrein auch nochmal mit Spendenbox. Ja, der winzige Schrein hat eine separate Spendenbox, weil es ist ein separater Schrein. Ja, hier kannst du auf jeden Fall viele Wünsche loswerden. Ja, willst du Japan erobern? Er hat es geschafft, er kann helfen. Achso, und deshalb hat er eigentlich zwei, weil dann ist es ein Wunsch, der etwas teurer wird, oder wie? Nein. Er hat zwei, weil das war ursprünglich alles eine, ja, ich bin der Herrscher von Japan, Sache. Von wegen allen klar machen, dass wer Boss ist. Und Boss braucht natürlich Geld dafür. Ich meine, das ganze Gold kam nicht umsonst. Das ist wohl wahr. Aber gut, ehrlich gesagt, das kam umsonst, weil der Kerl hat es einfach mal geraubt und geplündert. War. Die Soldaten haben gekostet. Oh ja. Nun denn, wo kommt er hier lang? Ach, hier geht's wieder raus. Irgendwie. Ja, von der aus. Ja, wunderbar. So sieht das Ganze übrigens dann nochmal von außen aus. Auf jeden Fall trotz der Hitze ein Besuch wert. Eisenbahnrouten an. Na dann. Also die Reihenfolge mal. Dann lass uns durchgehen oder bist du jetzt am Film? Ich filme doch durchgehen. Ich jetzt auch. Entschuldigung. So, nach etwas Oberfunktion, aber nach einem Regenschauer sind wir jetzt auf dem Weg ganz nach oben, drücken wir gleich auf den Tokyo Skytree. 600 Meter pro Minute! Drücken wir es gleich machen. Ja, da bin ich mal gespannt, was wir gleich alles sehen werden. Ja, weil wir sind fast. Na, öffne ich die Tür? Dezent. Na, jetzt erstmal ein Blick nach draußen. Oh Junge. Der ist viel billig und der rechts ist Zaxa. Von dort müsste der Scharfschütze aus Conan Film 17, glaube ich, geschossen haben. Der Scharfschütze aus einer anderen Dimension. Ah ja, die ganzen Brücken. Da müsste da hinten irgendwo der Mord passiert sein. Also als Conan-Fan schon mal ganz toll hier oben zu sein. Hey, das zweite Ding, da ist der Tokyo Dome, da waren wir. Da im Nebel kannst du vielleicht die beiden Doppelkopfhörer ausmachen. Das ist das Rathaus. Da ist der Tokyo Tower. Also es ist halt, man merkt, es hat geregnet bzw. regnet noch.
aber trotzdem eine schöne Aussicht. So, einfach weil wir das können, sind wir jetzt nochmal 100 Meter höher, haben uns nochmal ein extra Ticket gekauft, um einfach noch mehr von Tokyo Skytree zu haben. Hat gerade sehr leckeres Kribbeln noch hier genossen. Leider alles zu sehr hohen Preisen. Es ist eine so unglaubliche Aussicht hier. Also teuer, aber sehenswert. Quasi alles hier. Ja, wir sind im Pokémon Center. So, damit wäre das Pokémon Center dann auch von der Liste. Ich habe einen kleinen neuen Begleiter jetzt hier gefunden. Und an dem Glücksspiel versuche ich mich nicht nochmal. Auf nach Akihabara. Wundervollen Gärten, haben uns jetzt hier mal hingesetzt. Es ist heute am Donnerstag endlich mal ein von der Temperatur her fast schon erträglicher Tag. Und so im Schatten der Bäume und die Zikaden, die Vögel, das ist schon ein schönes Gefühl, einfach hier mal zu sitzen, so halbwegs in den Baum, Bein zu baumeln. Ja. Neji Jinuha. Innerer Garten. Einfach mal auf sich wirken lassen. Jede Jahreszeit eine andere Ansicht. So, wir sind jetzt im Garten vom Schrein des Admiral Togo.
Und Robert meinte, ich soll diesen Garten bewundern. Also müsst ihr das jetzt auch bewundern, ihn. Bewundert diesen wundervollen Garten. Wenn wir hier in die Brücke gehen. Was sie voll knapp. Wasser in einem Garten ist immer etwas Schönes. Ja. Sogar eine Schildkröte. Tommy. Tommy-chan. Ja. Na, dann würde ich dann gleich noch im Kindergarten das Pogo aufsetzen. Ich glaube, das ist so, oder? Ja, wahrscheinlich. Und dort ist, was soll das dort sein? Eine Gemeinde. Eine Gemeinde, oder? Ja, das ist in Japan irgendwie heilen und die ganze Gemeinde trifft sich da, weil es ist eine Gemeinde. Und das ist auf dem Grundstück von diesem Schrein? Yep. Und das ist alles durch Steuern, durch Spenden gemacht worden? Nein, nein, die Gemeindehalle ist nur an den Schrein angerichtet. Das ist halt nicht selbst ein Schrein. Ah, okay. Das ist keine religiöse Gemeinde, sondern Leute, die halt zusammen wohnen. Ah, verstehe. Aber trotzdem, was da alles so drin war, das soll alles gemacht worden sein durch die Spenden und Bitten. Nein, also die Gemeindehalle nicht. Die Gemeinde, der Schrein schon, das ist zeitlich. Und durch das Vermögen des Familien. Ja, okay. Ja gut, ich war ja ein vermögender Mann als Admiral. Als Admiral Gelände. Ah. Nun denn, dann verlassen wir jetzt mal das Gelände hier. Und wir werden mal gucken, was wir hier mal alles finden lassen. Ja, fahren wir.